Die Fun-Formel für graue Wochenenden? Ein ungeniert gedoptes Kompaktcoupé? Eine kleine, aber feine Rennstrecke? Und natürlich ein Patrick Simon. Im Autojahr 2011 hat mich der 1er M-Coupé doch am meisten beeindruckt. Das war mal wieder Autofahren wie vor 15, 20 Jahren. Unplugged, einfach ehrlich, einfach Sechsgang, Handschaltung und Rock'n'Roll. 2012 wartete neue Überraschung auf mich. Der KS1 RS von Kellners Sport, eben genau dieser 1er M-Coupé. Das Ganze allerdings mit 420 PS, 590 Newtonmeter. Ich würde sagen Rock'n'Roll 2012. Na dann lass krachen, Patrick. Das ist Autofahren. Mega, Hammer, Obergeil. Da scheint aber jemand bei allem Rock'n'Roll eher die Querflöte mit zum Wachau-Ring gebracht zu haben. Kein Wunder, malträtieren doch nun nochmal 80 PS und 90 Newtonmeter mehr die Hinterräder des 1er M-Coupés. Kellners spielt gehörig mit der Motorelektronik, verbaut einen größeren Ladeluftkühler. Und eine neue Sportabgasanlage darf natürlich auch nicht fehlen. Sieht irgendwie nach Freude aus, oder? Ich habe es ja eingangs schon mal erwähnt. Für mich war BMW 1er M-Coupé die Autoüberraschung 2011. Das ist einfach ein ehrliches Auto. Ähnlich wie BMW M3 E30. Reinsetzen, Schlüssel umdrehen, losfahren und ein breites Grinsen im Gesicht haben. Dem Ganzen nicht genug, meint Herr Kellners. Guten Tag. Kellners Sport? Ja, ich bräuchte da mal 24 PS bitte in meinem 1er M-Coupé. Ein bisschen verändertes Fahrwerk, noch Carbonlippchen vorne, Carbonlippchen hinten und 590 Newtonmeter, die dürften auch noch rein. Was dabei rausgekommen ist, ist echt schon beeindruckend. Beeindruckend ist auch die martialische Optik des kleinen Brandstifters. Der Saarländer Tuner überzieht den schwarzen Bayern-Ballermann mit einer Armada an weißen Sportstreifen und Kelleners Schriftzügen. Einen Hauch über dem Asphalt klebt das neue Carbon-Spoilerschwert. Liebe Ameisen, bitte Kopf einziehen. Die Edelstahleinsätze für die Lufteinlässe trimmen die Einserfront endgültig auf Angriff. Kellners ersetzt die Original 19 Zöller durch seine eigenen. Die Bremse bleibt. Am ausladenden M-Hintern gibt es jede Menge neuer Buchstaben und natürlich 4 83 mm Endrohre aus Edelstahl. Dem Interieur rückt der Veredler mit einem Alcantara-Lenkrad, einer kompletten Lederausstattung und weißen Dekorblenden auf den Pelz. Die Originalpedale machen Platz für schönere Pendants aus Aluminium. Wer diese voll durchdrückt, kommt von 0 auf 100 in 4,6 Sekunden. Und er bekommt eine herzerwärmende Symphonie von 6 Zylindern. Der Sound, das ist dieses Ansauggeräusch, das hat immer BMW ausgezeichnet. Oh, die Frontsplitter leicht auf der Strecke, schön tief. Aber kein bisschen zickig gemein, du weißt ganz genau, irgendwann sind die gierigen Schaufelräder vom Turbolader so unter Strom, dann setzt einfach mal der Druck auf der Hinterachse an. Der Arsch muss irgendwo hin und der will Richtung Kurvenausgang. Flink am Lenkrad sollten wir schon sein. Aber hallo, schließlich ist der KS1 RS eine Driftsau vor dem Herrn. Schnell und seriös geht dank top abgestimmtem Fahrwerk natürlich auch. Das macht aber nicht halb so viel Spaß. Oder würde der ehrenwerte Herr Simon so krakehlen, wenn er stur nach Ideallinie fährt? Kellner Sport, KS1 RS, Rock'n'Roll again! Was ein Auto. 2011 war für mich ja schon das Jahr des BMW 1er M-Coupés.
2012 ist zwar noch jung, aber es könnte fast schon wieder ein Jahr des 1er M-Coupés werden. 420 PS, 590 Newtonmeter und das Ganze vom wahnsinnigen Ralf Kellners abgestimmt. Auf der Autobahn vielleicht ein Tick zu hart, aber auf der Rennstrecke genau das Richtige. Es ist mir auch alles egal. Ich drehe auf jeden Fall noch eine Runde, weil ich habe noch Profil auf den Hinterreifen. Würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Bis dahin sage ich Tschüss, bis bald.